Christian, Rainer. Wir wollen uns über dein schönes Buch unterhalten. Das Leben hat kein Geländer. Es ist, sagen wir mal, grosso modo, eine Autobiografie. Es erzählt deine Geschichte von Kindheit eigentlich bis jetzt. Kann man so ungefähr sagen. Ja? Deine Kindheit hast du verbracht in einer Familie mit Vater und Mutter, die aber sozusagen sich erst getroffen haben. Das heißt, du kamst mit deiner Mutter dazu in die Familie des Vaters, wo schon... Beide waren Flüchtlinge und beide... Beide waren Flüchtlinge. ...haben sich dann in einem Dorf getroffen in Schleswig. In diesen, wir überspringen jetzt vielleicht, weil wir nicht so wahnsinnig viel Zeit haben, mal die ganze Kindheit und gehen doch mal an so einen Punkt, wo, glaube ich, für dich etwas Entscheidendes passiert ist. Also, du warst kein sehr guter Schüler. Ich war ein richtig schlechter Schüler. Also ich war eigentlich mehr oder weniger der Doofmann. Aber du hast geträumt, ja? Ich habe mich in Träume geflüchtet sozusagen. Also ich habe mich weggeträumt, bestimmt. Ich liebte es sozusagen zu sitzen und einfach meinen Gedanken irgendwie zu folgen, und dann irgendwie habe ich die Schule ausgeblendet. Das, was geredet wurde in der Klasse, hörte ich irgendwann nicht mehr, und dann versank ich in meinen Träumen und plötzlich wurde ich dann wieder aufgeweckt. Hast du gelesen als Kind oder gab es gar keine Bücher bei euch? Ich habe sehr wenig gelesen. Ich habe dann relativ früh Robinson Crusoe gelesen und die Schatzinsel, die habe ich allerdings sage und schreibe 6-mal gelesen. Ja. Und dabei die Erfahrung gemacht, wie man sie mit guten Büchern macht, dass sie immer wieder anders sind. Ja. Ne? Ja. Das ist doch so. Ja, ja. Das ist so. Im Übrigen geht mir das mit deiner Autobiografie auch so. Ah ja. Ich habe sie mehrfach gelesen und bin immer wieder erstaunt. Aber gut, genug des Lobes erstmal. Ich wollte zu diesem Punkt steuern, schlechter Schüler oder nicht so besonders guter Schüler, Träumer. Geht sozusagen die ersten Schulklassen ganz gut durch, so mehr oder weniger. Und dann kam dieser Punkt, von dem du erzählst, du musstest eine Aufnahmeprüfung in die höhere Schule machen. Das ging also, der Sprung von der Volksschule zum Gymnasium, da musste man eine Prüfung machen. Und da rief mich mein Vater am Abend vor dieser Prüfung zu sich in sein Wohnzimmer. Darf ich fragen, was dein Vater von Beruf war? Mein Vater war damals schon, er war Lehrer ursprünglich, Dorfschullehrer, Lehrer, Rektor dann auch. Und zu der Zeit, wo wir jetzt gerade sind, das war in Kassel, da war er bereits Stadtschulrat. Das heißt, er war der Chef der Stadtschulen. Aller Schulen. Aller Schulen. Und du ein schlechter Schüler. Und ich war ein schlechter Schüler. Er rief mich also in sein Zimmer und sagte, pass mal auf, mein Junge, ich habe hier ein paar Formulare und morgen ist ja eine Prüfung und wir üben schon mal ein bisschen und füll das mal aus. Ich versuchte es und es gelang mir nicht wirklich. Ich hatte große Schwierigkeiten. Er half mir. Vieles hat er mir erklärt und so weiter. War sehr geduldig, ganz im Gegensatz zu seinem sonstigen Verhalten. Und wir haben sämtliche Bogen durchgearbeitet und am nächsten Tag saß ich dann in der Klasse und die Prüfung kam auf mich zu und ich war aufgeregt und dachte, naja gut, das war jetzt zu Hause, das ging ja mit Hilfe meines Vaters, aber jetzt geht's ja sozusagen ins Eingemachte. Und dann bekam ich die Formulare und siehe da, es waren genau dieselben Formulare, die mein Vater mir vorgelegt hatte. Die er mit mir geübt hat, aber... Naiv wie ich war, habe ich wirklich gedacht, was für ein Zufall. Ich habe nicht im Entferntesten daran gedacht, dass das jetzt irgendwie hier der große Schmuh ist, ja, und dass er mich da irgendwie durchlavieren will. Und ganz naiv habe ich gedacht, na, das ist ja ein toller Zufall, prima. Ich konnte mich noch an die Antworten also einigermaßen erinnern, habe das ausgefüllt, habe auch mehr oder weniger das fast alles richtig gemacht, hatte die Prüfung bestanden, kam also freudestrahlend nach Hause, weil ich als der schlechte Schüler, der nie irgendwelche Erfolge nach Hause getragen hat, konnte plötzlich sagen, ich habe eine Prüfung bestanden. Was sagt ihr denn jetzt dazu? Das ist doch, ich war stolz wie, ich weiß nicht was. Und da gab es diesen berühmten Moment, dass mein Vater verstummte. Man sah förmlich, wie die Gedanken sich so langsam in seinem Kopf hin und her bewegten, bevor er dann
zum Ersprach, also sehr genau überlegt. Also es wurde ernst. Er wurde sehr ernst. Man merkte, die Stimmung ging sozusagen, also es ging mehr oder weniger, es trat eine etwas besorgniserregende Ruhe ein. Und dann sagte er, jetzt pass mal auf, mein Junge, jetzt hören wir mal ganz genau zu. Du bist dumm, aber sieh zu, dass es keiner merkt. Peng. Peng. Das ist ja wirklich ein Satz. Der Satz hat gesessen, kann ich im Nachhinein, also ich kann es im Nachhinein sagen, weil ich Zeit meines Lebens mit diesem Satz beschäftigt war. Das hätte ich nie gedacht. Ich dachte, so einen Satz vergisst man irgendwann mal. Und wie war die Reaktion? Oder war deine Mutter gar nicht dabei? Oder doch, meine Mutter war dabei, die war dabei. Und die hat, hat das wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass mein Vater so, das mal so geäußert hat. Und musste aber auch ihren Senf dazu geben und sagte nämlich, ja, mein Kleiner, also ein bisschen dumm ist niedlich, aber du bist sehr niedlich, das musst du wissen. Und auch das war ohne jeglichen Humor, das war einfach nur so gemeint, wie es gesagt war. Die Prüfung war bestanden, aber mit einem Rucksack. Aber ich hatte natürlich das Gefühl, ich war es nicht, mein Vater hat mir das sozusagen ermöglicht. Ich bin dumm. Ich bin dumm, weil es macht keinen Sinn, ich werde eigenständig nie irgendwie eine Prüfung bestehen. Ich werde immer irgendeine Hilfe brauchen und ich kann es im Grunde auch jetzt lassen. Also ich soll mich mal abfinden mit dem Zustand, in dem ich mich befinde. Und da bin ich einfach unterbemittelt und wahrscheinlich ist da auch nichts mehr zu machen. Das war die, also so habe ich es empfunden. Ja. Daraufhin wurde ich ja noch schlechterer Schüler. Das wollte ich gerade fragen, ja. Und weil ich sagte, es hat ja eh keinen Sinn. Also was soll ich mich anstrengen? Ich träumte noch mehr, noch weiter, also stundenlang und so weiter und wurde immer wieder aufgeweckt und so weiter. Das machte mir gar nichts. Und dann wurde es dramatisch, weil ich dann in die Quinta, da blieb ich in der Quinta sitzen. Dann musste ich das Jahr wiederholen. Das Jahr ging dem Ende entgegen. Ich drohte nochmals nicht versetzt zu werden. Die Lehrer trauten sich nicht zu meinem Vater, weil der war ja Schulrat. Ein Mathematiklehrer schließlich, der kurz vor der Pension stand, fasste sich dann doch ein Herz und ging zu meinem Vater, um ihm zu sagen, Herr Redl, Ihr Sohn wird wahrscheinlich ein zweites Mal nicht versetzt werden. Und das war für meinen Vater ein Albtraum. Dass sein Sohn, er als Stadtschulrat und sein Sohn, der größte Versager der Stadt. Ja, also sowas hat er, hat er bisher sozusagen, so einen Fall hat er nicht wahrgenommen bisher. Also, das war so ziemlich einzigartig für ihn. Da ich dein Buch kenne, war das natürlich ein Moment, der dir letztlich auch Glück gebracht hat. Ja, denn unterm du bist Strich, ja dann zu einer anderen Schule unterm Strich, ja. gewechselt. Weil es ging erst mal so, dann war ich abends zu Hause und ich ahnte schon, also da die Stimmung war bleiern und ich merkte, dass mein Vater irgendwas sozusagen ergrollte und dass er gleich einen mächtigen cholerischen Ausbruch haben würde, das hatte er ja öfter und so weiter. Der kam dann auch, der schmiss dann so einen Teller an die Wand und schrie, und jetzt kommst du, du hast mich belogen und du hast das nicht gesagt und du hast die Arbeiten weggeschmissen und deine Lehrer mussten kommen und mir das erzählen, was für eine Schande hast du über mich gebracht und so weiter und was soll ich mit dir machen, du bist unfähig und jetzt kommst du auf die doofen Schule. Und das war? Ja, und das war die Waldorfschule. Weil er hatte natürlich von der Waldorfschule keine hohe Meinung, weil das war alles musisch angehauchte Igalawaja, Vollidioten, ja, die keine Ahnung hatten von Pädagogik. Und da bist du wahrscheinlich mit deinen künstlerischen Ambitionen, also dieses Tralala-Dasein, was du da so, dieses verträumte Tralala-Dasein, da bist du wahrscheinlich genau richtig aufgehoben unter diesen Leuten. Er hat mich also abgegeben und gemeint, dann ist er irgendwie, also dann macht er da halt auch irgendeinen Abschluss, aber das hat er mit dem Schuldienst, so wie ich ihn verstehe, nichts zu tun. Dann passierte Folgendes. Auf der Waldorfschule existierte ein Deutschlehrer, der eigentlich ein Regisseur werden wollte.
mit dem ich mich sehr gut verstand und der mir sozusagen die deutsche Dramatik, deutsche, also die Schiller, Büchner und so weiter nahe brachte und im Unterricht und so weiter. Ich plötzlich begann mich dafür zu interessieren. Dann merkte er, dass ich mich besonders, also mehr als andere dafür interessierte, lud mich zu sich nach Hause zum Kaffee ein und dann machten wir sogar Pläne, machte ich mit meinem Deutschlehrer Pläne, weil er war ja auch der Leiter der Laienspieltruppe und jedes Jahr, jede Klasse musste also am Ende des Jahres musste ein Laienspiel veranstaltet werden. Und man konnte sich das Stück aussuchen, es waren meistens die Klassiker. Und wir suchten uns den Prinzen von Homburg aus. Ich meine, immerhin ein sprachgewaltiges, großartiges Stück, aber ich meine, für einen 16-Jährigen kaum zu bewältigen. Egal. Aber du hast gespürt, dass und da ich, was komischerweise, ist, obwohl ich mich ja selbst als dumm empfunden habe und als unfähig und als irgendwie, mit mir kannst du eh nicht rechnen, ich las dieses Stück und für mich war das alles plötzlich möglich. Ich gedacht, warum, das kann man auch sprechen. Eine seltsame Sprache, die kommt einem erstmal so ein bisschen spröde entgegen und so. Aber irgendwas in dieser Sprache war, in dieser Sprache war etwas, was mich sozusagen entzündet hat, wo ich gedacht habe, das gehört, das ist etwas, womit ich etwas zu tun haben möchte. Ich möchte mit dieser Art und Weise, wie die Leute da reden, wie sie kommunizieren, welche Dinge sie erleben und wie sie das dann sozusagen verhandeln, das möchte ich, das fühle ich auch in mir. Und war das der Moment letzten Endes, plus viele andere Momente, der dich dann in die Schauspielerei getrieben Absolut, hat? Absolut, ja. Wir haben dieses Stück tatsächlich dann gemacht. Also wir haben das am Nachmittag, dann wurde das so inszeniert, so wie man das halt so macht. Und ich hatte überhaupt kein Problem mit dem Text oder mit dem, mir musste niemand erklären, wie ich einen Satz zu sagen habe. Und ich hatte auch kein Problem, da ich ja schüchtern war und scheu und auch, wie gesagt, immer ein bisschen minder bemittelt. Ich hatte kein Problem, plötzlich auf der Bühne vor meinen Kameraden sozusagen zu stehen und mich zu behaupten. Und zu sagen, auch vor dem Publikum. Auch vor dem, und dann auch vor dem Publikum. Aber sozusagen zu stehen, was ich als Privatmensch überhaupt nicht konnte, mich in eine Runde zu stellen und zu sagen, ich bin jetzt hier derjenige, der wichtig ist und ich sage jetzt mal, was gemacht wird. Hm. Auf der Bühne konnte ich das, im Leben konnte ich es nicht. Damit konntest du dich natürlich auch aus dem Schatten dieses Vatersatzes letztlich... Eine zweite Ebene, die mich da, die diesen Satz mehr oder weniger erstmal etwas sozusagen aus meinem Leben... ein bisschen verdrängt. Verdrängte. Ja. Trotzdem war er sicher da. Er war immer noch natürlich. Da und so weiter, aber er dominierte nicht mehr. Mhm. Ne? Er dominierte nicht mehr. Und ich konnte mich ganz in dieses Stück, auf dieses Stück einlassen. Und dadurch, dass das so erfolgreich war und mein Vater also aus dem Staunen gar nicht mehr rauskam, als er die Premiere sah, weil er das gar nicht für möglich gehalten hat, dass sein Sohn jetzt da im Zentrum dieser Aufführung da die Hauptrolle spielt, mich gar überschwänglich gelobt hat und so weiter. Und ich war dann so euphorisiert, dass ich dem Deutschlehrer vorschlug, jetzt als nächstes machen wir Hamlet. Das leichteste Stück, ja. Auch kein einfaches Stück, ja. Mhm. Aber warum nicht? Ich meine, steht ja alles im Text, was soll man da erklären? Das kann ich doch. Kann ich. Und sehr ich konnte schön. Es. Ich habe selber eine Bearbeitung gemacht von diesem Stück. Und ich hatte, also wirklich, ich schwöre es, kein Problem mit dem Text. Ich hatte diese Fragen, die man sich heute stellt, wenn man so ein Stück inszeniert. Da gibt es ja dann, macht man Seminare am Theater und dann macht man Arbeitsgruppen. Und dann, was bedeutet das? Was bedeutet das? Das gab es für mich alles nicht. Für mich war der Text die Partitur. Und ich habe mich mehr oder weniger dieser Partitur anvertraut und das war's. Haben wir das auch gespielt, auch erfolgreich. Darf ich dir eine Frage stellen? Jetzt, hast du dann diese Schule mit einem Examen verlassen, also Abitur oder sowas? Nein. Du bist dann gleich in die... Ich habe nach der Hamlet-Premiere, war es für mich klar, ich muss aus diesem Kasseler sozusagen Elend, dass ich mich da, dass mich da so bedrückt hat und irgendwie mich so hat, so... klein gehalten hat, da musste ich raus. Ich wusste, ich muss raus. Und der Ausgang war die Schauspielerei. Und da ich wollte unbedingt dann versuchen, in diesen Beruf zu kommen, habe mich beworben, heimlich an der Schauspielschule, wurde mit Mühe und Not, mit Ach und Krach angenommen, was mich auch sehr enttäuscht hat, weil ich mich natürlich für großartig hielt. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Aber ich wurde angenommen und ich sagte es dann meinen Eltern, meine Mutter
bekam einen Ohnmachtsanfall und war völlig außer sich und kniete, also ich sehe sie heute noch, sie kniete vor meinem Vater und fleht ihn an, dieses Unglück zu verhindern, den Sohn da in diesen Beruf zu lassen. Ja. Ja, und der Junge rennt in sein Elend, ja, und das müssen wir verhindern, das darfst du nicht zulassen, ich flehe dich an. Ja. Wahnsinn, ja. Und der Vater hat in dem Moment, wo er war immer dagegen, dass ich das mache, weil für ihn war der Beruf asozial. Das waren so die Reste der Gesellschaft, ja, so Zigeuner. Wäsche weg, die Schauspieler kommen. Der hat in dem Moment, wo es dann darum ging, ich will auf die Schauspielschule und erlaubt mir das bitte, plötzlich guckte er wieder so in seiner seltsamen Art und Weise und sagte, dann geh. Meine Mutter also schrie auf wie ein weitwundes Tier, das kannst du nicht zulassen und so weiter, sagte, nein, lass den Jungen mal gehen. Der Grund dafür, für mich heute, war wohl der, dass er wusste, dass er nicht mehr lange leben wird. Es war nämlich so, dass ich dann auf die Schauspielschule ging. Kaum war ich 4 Wochen da, rief ich zu Hause an und meine Eltern wollten mich zum ersten Mal besuchen. An einem Sonntag um 12. Wo warst du da? In Bochum? Da war ich in Bochum. In Bochum. In Bochum. Also der Junge in der Fremde, die Eltern kommen zum ersten Mal, wie lebt der Junge da, mal angucken, ne, in seinem Zimmer und so, wie sieht das da so aus und was macht er so. Um 12 Uhr waren wir verabredet, an einem Sonntag. Um 12 Uhr ging die Klingel. Vor der Tür stand aber nicht mein Vater, sondern der Telegrammbote. Der brachte die Nachricht meiner Mutter, ein Telegramm meiner Mutter, Vater verstorben. Komm sofort nach Kassel. Also hat ich denke jetzt heute einfach mal so, er hat irgendwie geahnt, dass er mich loslässt. Das wird so gewesen sein, ja. Jetzt wollen wir mal ein bisschen weiter eilen. Wir haben ja nicht so wahnsinnig viel Zeit. Du hast dann, dieses ganze Buch erzählt ja sozusagen, das ist das Schöne, es ist immer so ein Auf und Ab und ein Auf und Ab. Und diese Bewerbung bei Regisseuren und so weiter und so fort. Und du hast aber doch mit der irgendwie dir eigenen Kraft es geschafft, sozusagen zu den besten Bühnen zu kommen. Damals in Frankfurt, diese Mitbestimmungszeit, hast du miterlebt. Also du kommst sozusagen aus der Zeit des Theaters, wo die Regisseure alles waren oder die Intendanten alles waren. Ja. Dann kam diese 68er-Zeit, die Mitbestimmungszeit, die ja auch so ihre Tücken hatte, wie du in dem Buch beschreibst. Ja. Und dann kamen aber wirklich die ganz großen Stationen eigentlich. Ja. Mich würde jetzt so in dem Gespräch einfach doch interessieren, mit welchen Regisseuren du gerne zusammengearbeitet hast, ja, und welche Kollegen, Kolleginnen und Kollegen dir auch besonders sozusagen präsent sind heute noch. Ja, das sind gar nicht so viele, komischerweise. Mhm. Also es gab den Peter Löscher, den kennt heute kein Mensch mehr, mit dem habe ich ganz wichtige Arbeiten gemacht, Shakespeare hauptsächlich und so weiter. Es gab den Frank-Patrick Steckel, dem ich eine sehr negative und zwei sehr positive Erfahrungen gemacht habe. Es gab einen Intendanten in Hamburg, mit dem ich eine verheerende Erfahrung gemacht habe, mit einem Versuch, Ödipus zu spielen, der mehr oder weniger krachend scheiterte und ich danach mehr oder weniger erstmal aus dem Gefecht war und 4 Wochen in eine Klinik musste und 4 Wochen dann am Meer saß, auf Sylt und auf den Horizont. Da muss ich aber jetzt doch nachfragen. Das ist ja nicht ganz undramatisch. Nein, das war sehr dramatisch. Dass du sagst, du musstest in die Klinik. Ja, kannst du das so mal kurz schildern, was da war? Es war Folgendes. Also geplant war Ödipus und eigentlich soll ich Danton spielen. Und dann sagte der Regisseur, nee, Danton eben nicht. Man kann ja auch die Treppe rauffallen. Wir machen jetzt Ödipus. Ich war zu der Zeit nicht gut beieinander. Ich habe viel getrunken, weil ich Erfolge hatte vorher auch, also mit Puntila und so weiter und anderen Stücken. Ich war also am Deutschen Schauspielhaus, war ich Protagonist, war ich wirklich sehr schnell und habe natürlich sozusagen auch dann entsprechend mich da irgendwie ausgiebig auch vergnügt und in die Kneipen da meine Abende verbracht und so. Und besonders war, im Dorf. Besonders nicht, im Dorf, ja. Und war ziemlich ausgelaugt, war in keinem guten Zustand, war geschwächt. Und komischerweise, und dann kam Ödipus und ich sagte,
Naja gut, dazu habe ich eigentlich überhaupt keine Lust. Das ist mir zu schwierig, glaube ich. Und das wird irgendwie ganz, ganz kompliziert. Die Sprache, die hölderlinsche Übersetzung ist hochkompliziert. Mann, ob ich das kann, ich weiß es nicht. Aber dann kam wieder so ein komischer Moment. Aber ich als Protagonist des Theaters bin ja sozusagen in der Pflicht. Als Protagonist hat man so ein Angebot dann auch anzunehmen. Also habe ich mich selber vor den Karren gespannt und gesagt, gut, dann mache ich das. Bin ich nach Griechenland gefahren, habe mir da alles angeguckt, also den Tempel von Delphi und. Habe mich kundig gemacht, habe diesen Text schon mal mitgenommen und versucht, ihn zu lernen. Das fiel mir unendlich schwer. Und ich hatte immer das Gefühl, während ich diesen Text mir abends am Strand sozusagen im Angesicht der Ägäis, ja, also mit den herrlichen Sonnenuntergängen und so weiter, immer schon mal den Text so, das verließ mich nicht ein einziges Mal dieses komische Gefühl, dass da irgendwas noch auf mich zukommt, was sehr unangenehm wird. Und das kam auf dich zu? Das kam auf mich zu. Als es nämlich dann losging mit den Proben, stellte sich raus, dass der Regisseur genauso ratlos war wie ich, was das Stück betrifft. Die Kollegen auch. Wir fummelten uns über Wochen lang sozusagen, fummelten wir so an dem Stück herum, probierten ein bisschen was. Es wurde dann gleich wieder abgelegt. Und also man probierte so mutlos vor sich hin und verwarf es gleich wieder. Und das ging über Wochen. Und ich wusste immer nur, irgendwann ist die Premiere, das ist die Eröffnungspremiere und irgendwann muss ich ja da stehen und diese Rolle spielen. Also die Eröffnungspremiere der Spielzeit. Eröffnungspremiere der Spielzeit im Schauspielhaus, immerhin im Schauspielhaus. Und ich wusste, irgendwann läuft mir die Zeit weg, weil ich hatte keine einzige Situation oder keine einzige Szene, wo ich das Gefühl hatte, da habe ich was sozusagen in der Hand und da weiß ich ungefähr, wie ich das machen soll, weil der Regisseur es auch permanent auflöste. Und da gab es den Punkt, wo auch der Regisseur merkte, wir fummeln hier uns durch das Stück und wir müssen jetzt mal zugeben, dass wir irgendwie alle nicht wirklich gut vorbereitet waren und dass wir alle gänzlich überfordert sind. Und ich möchte Sie bitten, das jetzt nicht an die große Glocke zu hängen, aber intern sage ich Ihnen, wir blasen das Stück ab. Wir können es nicht, wir haben es nicht geschafft. Wir werden dann später an die Presse gehen und ganz ehrlich sagen, wir haben uns mit dem Stück übernommen und wir versuchen es später noch einmal, aber wir waren nicht in der Lage, die Proben sozusagen so zu gestalten, dass es zu einem guten Ergebnis gekommen wäre. Aber warum war das dann so dramatisch für dich? Ja, jetzt. Riesenfreude an dem Abend. Die Einsicht des Regisseurs hat uns ja gerettet, weil wir hatten ja alle ein schlechtes Gefühl. Ja. Wir sind natürlich in die Kneipe gleich wieder, schwer getrunken und dann wurden wir nachts um zwei von dem Assistenten des Regisseurs eingesammelt, zurück ins Theater. Und da saß nicht nur der Regisseur völlig in sich zusammengefallen, sondern die graue Eminenz des Theaters, der Dramaturg, der Chefdramaturg. Ich nenne ihn Rasputin in dem Buch. Und der sagte im Namen Hölderlins, Herrschaften, das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Hier wird nicht abgesagt, hier wird die Premiere gespielt. Der Regisseur machte sofort eine Wende, sagte, ja, ich finde auch, dass der Rasputin recht hat und ich finde, wir sind jetzt dem Theater. Alles, was er vorher gesagt hat, dass wir nichts in der Hand haben, dass das überhaupt nicht funktionieren kann, war hinfällig. Und er sagte, bitte, ich möchte nicht mehr, dass wir über das Problem sprechen. Das wird jetzt gemacht und ab morgen gibt es das Problem nicht mehr. Und das ging in die Hose. Und dann erste Abendprobe, zurück auf Anfang und dann ging es los. Wir hatten kein Bühnenbild. Ich wusste überhaupt nicht, was ich spielen sollte. Ich hatte nur den Text, den hatte ich ja gelernt, aber irgendwie so ungenau im Kopf. Dann hat er mir einen Küchenstuhl an die Rampe gestellt und sagt, setz dich mal dahin. Ödipus, der König Ödipus auf einem Küchenstuhl an der Rampe und erzähl deinem Volk mal deine Geschichte. Also der erste große Monolog. Ich saß so, der Mantel war wahnsinnig schwer. Ich merkte, irgendwas passiert gleich. Ich hatte eine ganz düstere Ahnung und das hat sich dann auch bestätigt. Ich versuchte, diesen Text zu sprechen und brach zusammen und fiel in mich zusammen. Kollabierte, lag am Boden, zuckte noch so ein bisschen und war irgendwie, hatte einen Blutdruck, der jenseits von allem war und war sozusagen außer Gefecht.
Dann kam ein Arzt und sagte, wenn Sie das auf der Premiere erlebt hätten, diesen Moment, wären Sie tot gewesen. Und dann wurde das Ding wird abgeblasen, ist vorbei, aus, Ende. Der Regisseur, ganz erleichtert, er wollte ja ursprünglich sagen, wir haben es nicht geschafft, jetzt hieß es plötzlich in der Zeitung. Aus medizinischen Gründen. Herr Rebel ist leider krank geworden und so. Und das hatte ich richtig umgeworfen, ja. Dass ich da so versagt habe, ja, was heißt versagt habe, dass ich sozusagen mit da sozusagen in eine solche Situation mich habe treiben lassen, dass ich kollabierte, um aus der Sache raus, das war mal eher meine Rettung, dass ich kollabierte, um mich aus der Sache raus zu katapultieren, weil ich hätte die Premiere auf keinen Fall spielen können. Ich wäre wirklich dann ernsthaft kollabiert. Ich weiß nicht, was passiert wäre. Dann hatte ich mir, wie gesagt, dann musste ich da beruhigt werden in die Klinik und dann saß ich da am Meer und guckte auf den Horizont und ich dachte, jetzt ist mein Leben, mein geändert. Schauspielerberuf, es ist alles vorbei. Ich werde nie wieder auf eine Bühne gehen und die Sache ist gelaufen. Tja, das Leben hat kein Geländer, ne? Also, so aber, jetzt, aber du hast natürlich danach doch wieder, das und danach, meinte ich auch mit dem Auf und Ab. Ist, ne? Ich kann es dir ganz kurz erzählen, ja. Denn weil du das Auf und Ab immer sagst, genau nach diesem hochgradig schwierigen Lebensmoment, also das war der schwerste Moment in meinem Leben, diese Wochen waren fast nicht auszuhalten. Da kam ich zurück nach Hamburg, war einigermaßen wieder so auf dem Damm. So, also gab es ja noch Vorstellungen, du musst noch spielen und so weiter. Und eines Abends rief Peter Zadek an, den kannte ich gar nicht, und mit seiner typischen nöligen Stimme und so weiter. Du musst morgen mal einspringen für Uli Wildgruber, also der ist krank geworden, morgen spielst du die Rolle für Uli. Ne? Ich sage, wie soll ich das machen? Ich kenne den Text überhaupt nicht. Ja, dann liest du einfach ab, lesen kannst du doch. Ne? Und dann kam ich auf diese Probe und dann habe ich diese Rolle gespielt am selben Abend, also mit dem Buch in der Hand, hatte einen riesen Erfolg damit, also die Leute brüllten vor Lachen, Zadek freute sich. Und ich war plötzlich wieder aus dem tiefsten Tal der Depression war ich wieder im Himmel. Ja. Mhm. Und da dachte ich, was ist das denn für ein Beruf? Okay, also... Nur mal wegen der Bewegung. Ja, ne? natürlich. Ich meine, wir haben jetzt praktisch ein Gespräch geführt bis zur Mitte des Buches, sagen wir mal. Kommt noch viel. Da kommt also noch viel, viel nach und das ist also etwas, was ich sagen muss. In diesem Buch lernt man sehr viel über die Schauspielerei, über die Befindlichkeit eines Schauspielers. Aber jetzt doch vielleicht eine letzte Frage. Du bist ja eben mit diesem Buch Autor geworden. Das sagst du. Das ist so, du hast es ja geschrieben. Ist das jetzt eine neue Rolle oder etwas ganz anderes für dich? Es ist auf keinen Fall eine Rolle. Das ist sozusagen etwas, was... wie soll ich das beschreiben? Also es ist überhaupt keine Rolle. Ich merke es ja auch in der Reaktion auf das Buch. Es ist etwas Eigenes. Es ist etwas, was in mir passiert und das ich in mir, aus mir selber heraus nach außen gebe. Also, dass ich aus mir heraus gebe und dass ich mich mitteile. Aber ohne den Filter oder die Konstruktion einer Figur, die ich mir ausdenke, sondern es ist alles eins zu eins. Also das, was ich sage, denke, fühle, ist eins zu eins, kommt es rüber, sozusagen, soll es den Leser erreichen. Genau. So, jetzt haben wir uns ein Weilchen unterhalten. Wir haben nicht über das Thema Alkohol gesprochen, was in diesem Buch eine große Rolle spielt. Thema. Wir haben nicht über deine schwierigen Liebesgeschichten gesprochen. Ja. Aber das kann ja sozusagen vielleicht doch ein Anreiz sein für viele, dann doch auch da mal reinzugucken. Ja? Ja. Das Leben hat kein Geländer, ein in meinen Augen einfach wundervolles Buch, wundervoll geschriebenes Buch, ein literarisches Buch. Und nicht nur eben eine Autobiografie eines Schauspielers, sondern das Werk eines Autors, wenn ich das so sagen darf. Da fühle ich mich sehr geehrt. Dankeschön. Danke.